أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Denn die Ermahnung nutzt dem Gläubigen. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يخرجني وإياكم من حوله وقوتنا، وأن يدخلنا في حوله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه عز وجل. أما بعد، أحبتي في الله، wenn die heute die Lage der Umma beobachten und die meisten dieser Umma behaupten, oder man hört oft die Menschen sagen, wir gehören oder wir folgen den Salaf, As-Salaf al-Salih, unser vortrefflichen Vorfahren. Aber oft, wenn man die Behauptungen sieht und die Taten dieser Menschen, die sowas behaupten, man erkennt den Unterschied zwischen uns und As-Salaf al-Salih. Worte allein können Yawm al-Qiyamah nicht retten. Etwas zu sagen, ohne es mit Taten zu beweisen, wird eher Schaden und nicht Nutzen am Tag des Gerichts. Deshalb ist es unsere Pflicht, heute darauf zu achten, was wir sagen. Wir können vielleicht Menschen belügen, aber Allah subhanahu wa ta'ala kann man nicht belügen, subhanahu azza wa jalla. Denn wie wir alle wissen, Allah يقول سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Allah سبحانه وتعالى kennt die trügerischen Augen und das, was die Brüste verbergen. Das heißt, Allah kennt und weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Allah سبحانه وتعالى kann man nicht täuschen. Und derjenige, der denkt, dass er Allah سبحانه وتعالى täuschen kann, er muss eins wissen, dass er nur sich selber täuschen kann. Denn Allah subhanahu umfasst alles. Allah weiß, was war und was ist und was sein wird. Und das, was nicht ist, wenn es wäre, wie es wird, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und ein wahrer Mu'min weiß, dass er wahrhaftig sein muss, dass er ehrlich sein muss, zu Allah subhanahu wa ta'ala an der ersten Stelle. Und wahrhaftig sein gegenüber der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wahrhaftig zu sein und ehrlich zu sich selbst. Denn wenn ich behaupten würde, ich sei Salafi, und dieses Wort hört man oft heutzutage, ich bin Salafi, ich bin Salafi. Oder ich folge den Salaf. Aber wenn man die Aqida dieser Menschen sieht, und ihre Taten sieht, subhanallah, dann sieht man und man erkennt total den Widerspruch. Denn heute behaupten wir, wir fürchten Allah. Viele von uns behaupten, sie fürchten Allah. Aber ehrlich gesagt, unsere Taten beweisen das Gegenteil. Und wie wir alle wissen, die beste Zeit des Islam ist die Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie er sinngemäß alaihi salatu wassalam gesagt hat, die beste Epoche ist meins. Denn die, die ihr folgt, und dann die, die ihr folgt. Das sind die besten Zeiten des Islam von unseren vortrefflichen Vorfahren. Aber deshalb ist unsere Pflicht heute zu erkennen, wie diese Menschen wirklich waren, welche edle Eigenschaften sie besaßen und wie sehr sie Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet haben. Und eins habe ich heute gemerkt, das gilt genauso für mich und für jeden anderen da draußen, der das hört, inshallah.
Heute sind wir leider von vielen, vielen Krankheiten besessen. In uns stecken gefährliche Krankheiten. Ich rede nicht von organischen Krankheiten, sondern seelische Krankheiten. Die Herzkrankheiten, die uns überwältigen. A'udhu Billah. Wir haben so viele Fehler, so viel Mangel, subhanallah, in unseren Aqidah, in unseren Iman, in unseren Worten, in unseren Taten und in unseren Akhlaq, Charaktereigenschaften. Wallahi, ikhwati, und uqsimu billahi al-azim, dass wir uns total unterscheiden von den Sahaba, von den Salaf, radiyallahu anhum wa arbahum. Wir haben mit ihnen nichts gemeinsam. Vielleicht das Einzige, was wir mit ihnen gemeinsam haben, ist unser Aussehen. Unsere Bärte, die wir tragen. Oder unser Qamis, die wir tragen ab und zu. Oder Niqabs, die getragen werden. Oder Hijab, die getragen werden. Oder unsere Namen sind gleich wie ihr. Das ist das, was wir gemeinsam mit ihnen haben. Aber ehrlich gesagt, die Sahaba radiallahu anhum, sie haben die Wahrheit des Islam gelebt. Sie haben nicht nur den Namen des Islam getragen, sondern sie haben nach der Wahrheit gelebt. Und ihre Geschichte beweist es bis heute noch. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist zufrieden mit ihnen, mit dem, was sie gemacht haben. Aber ich will nicht wissen, wie unsere Lage bei Allah ist. Wallahi, ihr Ikhwati, wenn wir so sterben, wir sind alle in Gefahr bei Allah. Wir sind alle in Gefahr bei Allah. Und ich sage ehrlich, wie Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, gesagt hat, ich habe viele Menschen gesehen in meiner Zeit, die ich für frommer gehalten habe, die ich für tugendhaften Diener Allahs gehalten habe. Aber als ich gesehen habe, wie sie gestorben sind, als ich gesehen habe, wie sie starben, da wusste ich, dass keiner von uns sicher ist und dass das Äußere mich nicht mehr täuscht. Wir dürfen uns von unseren Bärten, von unseren Mützen, die wir tragen, unseren Niqab und Hijab, nicht täuschen. Wie ein Scheich eine wunderschöne Sache gesagt hat, was bringt dir dein weißer Qamis, den du trägst, wenn dein Herz schwarz ist? Was bringt das bei Allah? Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala alaihi salatu wassalam, inna Allah la yanduru la ajsamikum wa la ila suwarikum, innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jall schaut nicht auf unser Äußeres. Allah schaut nicht, wie hübsch man ist, wie hässlich man ist. Nein. Denn es gab einen Sahabi, den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehr geliebt hat. Er war nicht hübsch, nicht hübsch. Er hat nicht schön ausgesehen. Denn der Mensch, wie die Ulema sagen, hat zwei Bilder. Das äußere Bild und das innere Bild des Menschen. Das Wichtigste aber bei Allah subhanahu wa ta'ala, das ist das innere Bild des Menschen. Deswegen, Allah schaut nicht auf unser Äußeres, wie stark, wie breit du bist. Nein. Sondern Allah schaut, subhanahu wa ta'ala, wie deine Taten sind. Allah schaut auf dein Herz, wie rein der ist. Allah schaut, wie viel Taqwa du im Herzen besitzt. Allah schaut, subhanahu wa ta'ala, auf dein Herz, wie stark dein Tawhid ist. Wie stark dein Iman ist. Darauf schaut Allah, subhanahu azza wa jalla. Allah schaut, subhanahu wa ta'ala, auf deine Taten, auf deine Gebete, auf dein Fasten, auf dein Hajj, auf all die Taten, die du machst, darauf schaut Allah subhanahu wa ta'ala. Das zählt bei Allah azza wa jalla. La ilaha illallah. Warum ich das erwähne, meine Geschwister? Weil bevor wir behaupten, wir folgen unseren Salaf al-Salih, wir müssen erstmal wissen, wie ihre Lage war. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Das heißt, jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat, was sie für morgen vorbereitet hat. Was ist mit morgen gemeint? Morgen ist nicht der morgige Tag gemeint, sondern das ist das Leben nach dem Tod gemeint. Was hast du für Yawm al-Qiyamah vorbereitet? Was hat sie den Nafs für den Tag des Gerichts vorbereitet? Für den Tag, in dem kleine Kinder graue Haare bekommen werden, aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Was haben wir für diesen Tag vorbereitet? Ehrlich gesagt, wenn ich unsere Lage sehe und unsere Taten sehe, nichts haben wir vorbereitet. Mit welchem Argument werden wir Yawm al-Qiyamah kommen?
Und deshalb würde